Meiner Meinung nach haben wir als Investoren drei Probleme. Problem Nummer eins ist, wir müssen halt wissen, welche Aktien sind jetzt gerade spannend und müssen uns darüber austauschen und müssen vor allem in der Lage sein, dann zu handeln. Problem Nummer zwei ist, dass wir leider kaum Menschen kennen, die ebenfalls in Aktien investieren und es uns so eigentlich kaum möglich ist, dass wir uns mal austauschen mit Leuten, mit denen man wirklich auf einem ordentlichen Level über diese ganzen Themen einmal sprechen kann. Und Problem Nummer drei ist natürlich, dass wir den Aktienmarkt tagtäglich im Auge behalten müssen, um dann halt unsere Einstiege und so zu teilen, dass sie halt wirklich ordentlich sind. Und diese drei Probleme haben wir jetzt, denke ich, geschafft, mit unserem Investmentclub zu lösen. Also, was bekommen Sie, wenn Sie Teil unseres Investmentclubs werden? Also, unser Investmentclub besteht im Endeffekt aus drei großen Elementen. Element Nummer eins ist, dass wir einmal pro Woche einen Livestream machen, wo wir uns gemeinsam über den Aktienmarkt austauschen, wo wir unsere momentan potenziell interessanten Aktien besprechen und halt auch die Aktien besprechen, die für Sie jetzt gerade potenziell interessant sind. Das heißt, Sie bekommen einmal pro Woche einen Wochenüberblick über alle Aktien, die Sie sich momentan anschauen sollten. Dazu haben wir sehr, sehr genau analysiert, welche Eigenschaften solche Tiefpunkte haben. Was meine ich mit Tiefpunkten? Tiefpunkte sind für uns Punkte, wo die Aktien mindestens um 20% gefallen sind. Und wir haben halt betrachtet, welche Eigenschaften haben Aktien, die sich an diesen Punkten befinden. Und so sollten wir eigentlich in der Lage sein, immer all die Einstiegssignale zu bekommen, wenn wir gerade diese Tiefpunkte erreicht haben. Ja, also welche Aktien sind da alle dabei? Welche können auch mal rausrutschen? Also dabei sind normalerweise alle Aktien, die hier gerade so richtige Tiefpunkte ausbilden. Also hier sehen Sie gerade den Chart von der Amazon-Aktie und hier halt den entsprechenden Zeitpunkt hier, wo wir 41% gefallen waren, jetzt hier von dem Hochpunkt einmal hier runter. Und an solch einer Stelle wird unser Indikator auf jeden Fall ausschlagen. Eigentlich sollte es so sein, dass Sie bei fast allen Aktien, wenn die gerade so richtige Schnäppchen sind, Ihre Einstiegssignale bekommen. Für jeden Investor sind ja tendenziell andere Aktien interessant. Deswegen haben wir drei Gruppen aktuell ins Leben gerufen. Das heißt, wir haben drei Informationskanäle, wo Informationen zu den Aktien quasi zur Verfügung gestellt werden. Dazu wird einmal pro Stunde in jedem einzelnen dieser Kanäle die aktuelle Übersicht geschickt, wo gerade Einstiegssignale stattgefunden haben. Das Programm, was wir geschrieben haben, wertet einmal für den deutschen Markt jeweils zur vollen Stunde aus, wie gerade die aktuelle Situation ist. Dann haben wir ein Programm geschrieben für den US-Markt. Das heißt, auch dort wird einmal überprüft, welche Aktien sind jetzt gerade spannend. Der US-Markt öffnet ja jeweils um 15.30 Uhr seine Türen. Das heißt, jeweils zur halben Stunde wird quasi dann einmal ein Signal rausgeschickt für die US-Aktien. Und sollten Sie wirklich an allen Signalen Interesse haben, also auch an Aktien zum Beispiel aus Großbritannien, aus den Niederlanden, aus Frankreich, aus Kanada, aus USA, aus Deutschland. Also wenn Sie sich wirklich einfach für den gesamten Markt interessieren, dann haben wir noch eine weltweite Gruppe. Unsere Produkte und Dienstleistungen werden natürlich ständig weiterentwickelt. Auf jeden Fall, das ist der aktuelle Status quo. Wie sehen diese Einstiegssignale aus? Hier haben Sie jetzt einfach mal ein Beispiel für den US-Markt. Da sehen Sie jetzt jeweils den Namen des entsprechenden Unternehmens. Sie sehen die zugehörige ISIN und halt die zugehörige Marktkapitalisierung. Das ist quasi also ein ganz grober Überblick über die Aktien, die momentan halt ein Einstiegssignal generiert haben. Dann müssen wir noch ein bisschen gucken, worauf Sie genau achten müssen, wenn die Einstiegssignale kommen. Das teilen wir Ihnen natürlich im Investmentclub mit. Und dann können Sie daraus entscheiden, ob Sie jetzt einsteigen wollen oder nicht. Ich bin mir sicher, Sie kennen das. Sie gucken auf den Aktienchart und denken sich, da wäre der Zeitpunkt gewesen, um einzusteigen. Und genau dem wollen wir jetzt halt entgegenwirken. Das ist jetzt wirklich das Programm, was ich selber brauchte im Endeffekt, weil ich immer gedacht habe, ich müsste eigentlich immer zu diesem Zeitpunkt einsteigen. Und dann habe ich den Zeitpunkt immer nicht mitgekriegt, weil ich zu dem Zeitpunkt nicht am Computer saß und meine Screener nicht habe laufen lassen. Und genau das Problem habe ich jetzt für mich selber gelöst, indem ich das Programm geschrieben habe. Also es ist wirklich das, was ich auch selber benutze. Und das stelle ich Ihnen jetzt halt einfach zur Verfügung, was ich da aufgestellt habe. Der Plan ist natürlich, dass Ihr Portfolio dann ungefähr so aussieht wie unser Community Depot. Ja, das heißt, dass Sie halt tendenziell in günstige Aktien reingehen mit einem kleinen Stop, wo Sie natürlich auch ausgestoppt werden könnten. Wahrscheinlich wird es so sein, dass Sie pro Position so 2-3 Einstiege brauchen, um halt in die Position reinzukommen, weil man weiß natürlich nie ganz genau, wo der
Bodenpunkt ist. Das heißt, sie haben dann jeweils ein Risiko von 1-2%, wenn sie dort reingehen, und haben dann natürlich aber eine große Upside von 20% und mehr. Also diese Tiefpunkte, die Sie gerade im Chart gesehen haben, die entstehen immer nur dann, wenn wir eine Bewegung haben, wo es 20% nach unten und mindestens 20% nach oben gegangen ist. Das heißt, wenn Sie jetzt so einen Tiefpunkt abpassen, dann wird es sicherlich so sein, dass Sie vielleicht so 2-3 Einstiege brauchen, um in eine Aktie reinzukommen, jeweils mit einem Risiko so um die 1-2%, ja, und haben dann aber ein Aufwärtspotenzial von mindestens 20%, weil diese Tiefpunkte im Chart, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, die entstehen immer nur dann, wenn eine Aktie um mindestens 20% gefallen ist und um mindestens 20% danach wieder gestiegen ist. Das heißt, es sollte an sich so sein, dass Sie halt diese Differenz zwischen dem Risiko, was Sie beim Einstieg, ich sag mal, verbraten haben, wenn man so will, ja, und den Profit, den Sie dann langfristig bekommen, dass Sie dort dann halt einfach gut positioniert sind. Diese Strategie hat viele Vorteile, meiner Meinung nach auch einen riesen psychologischen Vorteil, weil wenn Sie in solch ein Portfolio gucken, dann fühlen Sie sich natürlich ziemlich gut, ja. Also Sie haben nicht das Problem, dass Sie so viele Minuspositionen da drin haben, wo Sie dann irgendwie traurig sind oder sich ärgern, dass die Position irgendwie nicht so gelaufen ist, wie sie eigentlich laufen sollte. Und außerdem nutzen Sie halt einfach mit dieser Strategie den größten Vorteil, den Sie als Privatinvestor haben, nämlich, dass Sie relativ kleine Positionen haben. Das heißt, wenn Sie Positionsgrößen haben, ja, ich sag mal so theoretisch so bis 250.000 Euro, sollte es eigentlich kein Problem sein, diese am Aktienmarkt mit Stops und so abzusichern, insbesondere weil die Stops, die wir wählen, ich sag mal, sehr konservative Stops sind und diese dann halt auch wirklich ausgeführt werden im Normalfall, solange man jetzt nicht natürlich zwischen dem Schlusskurs von gestern und der Markteröffnung einen riesen Gap nach unten hat, sollte es so sein, dass diese Stops immer ausgeführt werden, und deswegen ist das meiner Meinung nach halt auch eine sehr, sehr sichere Strategie. Ich habe halt wirklich alles Wissen, was ich mir in den letzten 25 Jahren angeeignet habe, jetzt in den Investmentclub einfließen lassen. Und ja, bin wirklich davon überzeugt, dass das Sie perfekt unterstützt. Immer wenn der Markt geschlossen hat am Freitag, bekommen Sie eine Auswertung der potenziell interessanten Aktien. Dort so ein Beispiel sehen Sie jetzt hier. Ich zoome mal hier ein bisschen dran, dann können Sie das noch ein bisschen genauer erkennen. Da sehen Sie jetzt halt einmal den Namen der ganzen Unternehmen, die dazugehörige ISIN. Sie sehen auch die Marktkapitalisierung, also wie groß das Unternehmen ist. Und Sie sehen, ich sag mal, wichtige Key-Faktoren, anhand derer Sie eventuell schon eine Entscheidung treffen können, ob die Aktie potenziell für Sie interessant sein könnte oder nicht. Ja, das sind so die klassischen Indikatoren, wie Kurs-Gewinn-Verhältnis, Buchwertverhältnis, Umsatzverhältnis. Das ist die Dividendenrendite und das ist das Enterprise Value zu EBITDA, was eine Bewertungskennzahl ist im Endeffekt, um zu entscheiden, ob die Aktie gerade potenziell interessant ist oder nicht. Vergleichbar mit der Unternehmensrendite, die ich immer in meinen Videos verwende. Das heißt, Sie können hier eigentlich auf den ersten Blick sehen, zahlt das Unternehmen eine Dividende? Ist die Dividende gut gedeckt über die Gewinne? Und Sie können auch sehen, ist das ein gutes Geschäftsmodell und wie ist allgemein halt die Bewertung zum aktuellen Zeitpunkt? Könnte es sein, dass das gerade ein spannendes Unternehmen ist, mit der zugehörigen Information, aus welchem Land das Ganze kommt, und der ISIN. Das heißt, anhand dieser Daten können Sie dann unterschiedliche Aktien quasi auswerten. Das ist übrigens jetzt gerade die Liste, wie sie jetzt letzten Freitag war. Je nachdem, wann Sie das Video schauen, können Sie ja mal gucken, wie die Aktien sich entwickelt haben, die jetzt dort dabei sind. Wie gesagt, man muss noch ein bisschen aufpassen, man darf nicht jedes Einstiegssignal einfach blind handeln, weil man sonst manchmal auch einfach in so fallende Messer reinläuft. Sie können sich vorstellen, wenn eine Aktie sehr, sehr weit gefallen ist, und dann heißt das natürlich nicht, dass sie nicht noch weiter fallen kann. Ja. Das heißt, wenn Sie eine Abwärtsbewegung haben und eine Aktie so nach unten pendelt, dann haben Sie dort ja auch immer diese Indikatoren, wo es dann mal so nach oben geht, und da kriegen Sie ein ganz einfaches Regelwerk, welche Sie dort einfach nicht handeln dürfen. Und dann sind Sie, denke ich, schon ziemlich gut positioniert. Das heißt, Sie bekommen halt eine Übersicht über Aktien, in die Sie potenziell gerade einsteigen können. Und damit wir Sie dabei noch ein bisschen mehr unterstützen, werden wir uns diese Aktien natürlich auch gemeinsam angucken und gucken uns auch die Aktien an, die Sie aus der Community vorschlagen. Sie merken, das wird sowas Ähnliches werden wie die Livestreams, die ich früher auf dem Kanal gemacht habe. Nicht ganz, weil wir noch ein bisschen stärker uns fokussieren werden auf wirklich gerade spannende Aktien und nicht einfach nur blinde Aktienvorschläge quasi aus der Community nutzen wollen, sondern dass wir halt wirklich fokussiert auf wirklich spannende Aktien zum aktuellen Zeitpunkt gehen.
Und dann besprechen wir aber natürlich auch noch die Investments der letzten Woche vielleicht oder halt die Dinge, die Sie gerade besonders interessieren. Das heißt, wir werden immer so eine Stunde ungefähr pro Woche halt diese Aktien gemeinsam analysieren und damit sind Sie dann sicherlich perfekt auf den Aktienmarkt vorbereitet. Ja, das sind die drei Dinge, die Sie für nur 50 Euro im Monat im Investment Club bekommen können. Das heißt, Sie sind wirklich meiner Meinung nach perfekt vorbereitet. Sie haben die Überwachung mit dabei. Sie haben die Möglichkeit, sich mit anderen Investoren auszutauschen. Also ich denke, das wird wirklich eine absolut großartige Zeit werden. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt sehr darauf. Sollten Sie noch Fragen zum Investment Club haben, schreiben Sie die doch gerne unten in die Kommentare. Die werden wir dann natürlich noch gerne beantworten. Und wir werden die Fragen, und denke ich, dann auch auf der Webseite vom Investment Club einmal veröffentlichen. Schauen Sie da doch mal vorbei, da haben wir unser Angebot noch mal ein bisschen erklärt. Da ist noch ein Video, wie das Ganze zusammenhängt, Investment Club, Aktienakademie und so weiter. Da können Sie sich auch noch mal informieren und Sie können sich natürlich dann eintragen zum Investment Club. Also machen Sie noch einen wunderschönen Tag und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!